mehr Motorradmagie. Mir ist das irgendwie gerade nicht so geheuer. Zumal es heute Nacht regnen soll. Ich glaube nicht, dass der Fluss in einer Nacht überläuft, ne? Aber man weiß ja nie. Ja, wir sind hier im französischen Dschungel. Okay, wir hatten uns gerade kurz festgefahren. Wieso ist denn der französische Dreck so dunkelbraun? Wie ekelhaft ist das denn? Oh, wir haben ja bis hochgespritzt. Ich weiß nicht, was... Guten Morgen. Guten Morgen. Dann halt du einfach die Ansprache. Also, wir sind aufgewacht. Ja, hallo, ich denke, ich soll sprechen. Ja, wir sind aufgewacht. Was sollst du als nächstes sagen? Geh mir nicht auf den Sack. Wir haben echt gut geschlafen. Geht so. Ja, okay, zwischendrin kamen die Bullen mit Blaulicht und das war so... Nicht deswegen. So hell. Da bin ich erstmal mega von aufgewacht. Wir haben ja hinten die eine Gardine sehr abgefallen und die andere haben wir halt dann gleich hochgemacht. Auf jeden Fall haben die halt ewig lang mit ihrem Blaulicht hier reingeleuchtet. Und ich bin dauernd aus dem Bett gefallen, ist aus dem Bett gerutscht nach unten. So ich bin immer so ein Stück drüber, nicht. Prinzipiell. Du kannst jetzt in die Kamera reinsetzen, dann kann er nämlich eine richtige Banane essen. Auf jeden Fall konnte ich danach ewig nicht mehr einschlafen. Ansonsten war es aber wirklich nicht kalt, fand ich. Nee, also ich hatte zwar meine Strickjacke an, so... Die war super flauschig und so, aber war trotzdem, also ich glaube, wäre auch ohne voll gut gewesen. Genau, und draußen ist jetzt gerade voll schön, hat Philipp gesagt. Ich gehe jetzt auch mal raus und zeige euch das mal. Dann mache ich noch ein paar Bilder und dann komme ich wieder rein. Okay, ich zeige euch erstmal hier, was man so hinterm Auto sieht. Hier steht jetzt noch ein anderes Auto, der hat sich aber erst heute früh hingestellt. Und es ist halt super angenehm warm und okay, ich kann gegen die Sonne nicht so viel gucken, aber hier ist auch echt schön. Ja, und hier links von uns steht noch ein Camper, aber da sind die Leute auch gerade draußen. Auf jeden Fall ein T5 haben wir ja schon erzählt. Und ich mache jetzt noch ein paar Fotos vom Auto mit den Pyrenäen. Ich habe hier einen kleinen Begleiter auf vier Pfoten, das ist der Hund aus dem anderen Bus. Der läuft mit mir hier den Berg hoch, weil ich will immer von hier oben ein Foto machen. Genau. Wir machen jetzt Mittag. Wir haben gerade gefüllte 3 Liter Wasser gekocht. Einfach weil wir, weiß gar nicht warum, einfach weil es lecker ist und wahrscheinlich weil wir nicht mehr so viel an Vorräten auch haben. Doch. Echt? Okay. Dann einfach nur, weil es lecker ist. Alle Instant-Nudeln essen. Ja, wir haben einmal Huhn markenlos. Nee, hier dieses Nisin oder so. Nee, was ist das Nisin? Welches war denn das? Einmal halbwegs markenlos. Und auch ungefähr einmal nicht scharf. Curry Maggi und einmal Huhn Maggi. Und das ist scharf. Und das andere auch. Einmal Motorrad Maggi. Und 2 Kaffee. Also so. Was war das? Das. Okay. Ich esse die, sagst du? Ja. Nescafé Double Schoko oder sowas. Voll lecker. Also auch nur zum Aufgießen. So, wir melden uns auch mal wieder. Mittlerweile ist dunkel. Wir sind genau heute 375 Kilometer gefahren. Also wir haben jetzt exakt unser Tagesziel erreicht. Allerdings würden wir gerne noch ein bisschen mehr schaffen. Ebenso wie morgen und übermorgen, damit wir insgesamt am Sonntag, also am letzten Tag, eben nicht mehr die 375 Kilometer fahren müssen, sondern weniger, damit wir noch ein bisschen was vom Tag haben zum Auspacken. Wir machen gerade eine Pause. Philipp ist auf Toilette. Und
wir sind bis jetzt halt einfach durch Frankreich gefahren und es war halt super langweilig. Karl hat, ich glaube, 3 Stunden geschlafen insgesamt. Ja, auf jeden Fall ist halt heute nichts Spektakuläres mehr passiert, weil halt wirklich unser Ziel heute war, erstmal ein Stück voranzukommen. Und hast du Spaß? Alle. Nicht alle, nee, sonst wird es ja nicht klappern. Genau. Wir schauen mal, wo wir heute Abend uns hinstellen. Wir melden uns wieder, wenn wir halt ja den Schlafplatz gefunden haben und Abendbrot essen. Wir müssen jetzt nicht Scheiben wischen. An der Decke, da ist eine Lampe, ne? Wir dachten, wir haben einen schönen Schlafplatz. Bei Park 4 Night sah es auch echt schön aus. Bild blenden wir jetzt ein, wie es bei Park 4 Night aussieht. Das ist ja ein Bild aus dem Sommer. Und im Sommer ist es trockener und wärmer als im Winter. Richtig. Und jetzt ist da, wo ihr hier bei dem Bild den Fluss seht, der halt so ausgetrocknet ist, wo man aber so seine Füße vielleicht waschen kann und so und im Flussbett ein bisschen spazieren gehen kann, ist der Fluss ungefähr 10 Meter hoch. Nein, der ist halt echt fast bis zum Rand. Hat unglaubliche Stromschnellen und ist mega laut. Wir können das nachher nochmal filmen. Ich weiß nicht, denkst du, man sieht diese Stromschnellen, wenn man da hinleuchtet? Okay, dann zeigen wir euch das nachher und dann könnt ihr es auch hören. Ich weiß ja nicht, ob ihr es jetzt schon im Hintergrundgeräusch hört. Also es ist im Auto auch sehr laut und wir haben jetzt alle Fenster und Türen zu. Und mit Fenstergittern wäre das echt krass, glaube ich. Zumindest auf jeden Fall, wenn man Richtung Fluss das Fenstergitter reinmacht. Bei dem anderen hört man es aber wahrscheinlich auch. Und also ich persönlich muss halt sagen, mir ist das irgendwie gerade nicht so geheuer. Zumal es heute Nacht regnen soll. Ich glaube nicht, dass der Fluss in einer Nacht überläuft, na, aber man weiß ja nie. Und wir machen jetzt erstmal eine Pause. Wir wickeln jetzt gleich den Karl und er spielt gerade ein bisschen hier. Und wir werden dann uns nochmal umgucken nach was anderem. Ja, genau. Also vielleicht gibt es nochmal was anderes, schöneres. Wobei das im Sommer stelle ich mir das super schön vor. Aber jetzt ist es irgendwie nicht so cool. So, ich weiß nicht, inwiefern ihr mich jetzt versteht. Falls nicht, könnte es nämlich daran liegen. Okay, ich habe, glaube ich, die ultimative Sturmfrisur, aber das ist auch egal. Ja, geht so. Ist egal. Jedenfalls, hier unten ist der Fluss. Der führt ziemlich viel Wasser. Also, ja, hier sieht man, das Wasser bis fast ans Ufer. Ich kann mal was hier reinschubsen, zum Beispiel den Ast. Da habt ihr gesehen, wie hoch das Wasser steht. Und dann ist hier wirklich nicht mehr viel zu unserem Parkplatz am Platz. Ich habe übrigens sehr schön geparkt, da hinten fast dran. Das habe ich nicht gesehen, weil wir haben ja hinten keine Sensoren. Und hier fast dran, aber das war so geplant, dass wir nicht so weit am Wasser stehen. Aber was der Baum hier macht, weiß ich auch noch nicht. Und warum das so laut ist, seht ihr hier gleich. Hier sind nämlich die absoluten Stromschnellen und ja, weiß ich nicht. Also es ist bestimmt sehr cool am Tag, wenn man sich das hier anguckt. Aber nachts zum Schlafen ist es einfach zu laut. Nee, wir können hier nicht schlafen. Wir haben im Auto haben wir das richtig laut gehört. Warte mal, ich gehe mal hier so her. Also gefühlt so wie ich es hier höre, haben wir es im Auto gehört. Mit geschlossenen Türen und Fenstern. Ja, wir sind hier im französischen Dschungel. Irgendwie ist der Weg sehr schmal. Und ich weiß nicht, ob er richtig ist. Ich persönlich auch nicht. Einfach nur Büsche. Rechts. Okay. Also wir probieren es jetzt nochmal. Ja.
wir haben unseren Schlafplatz und wieso ist denn der französische Dreck so dunkelbraun? Wie ekelhaft ist das denn? Also, wir gucken uns jetzt mal die Bremsscheiben an. Die sieht gut aus, aber der Dreck hier ist echt eklig. Dann hier hinten, wir haben ja kein Allrad. Was denn? Gleich. Ja, von seinem Dings bestimmt. So sehr? Kann schon sein, ja. Geht mal rein. Ich schaue mir noch den Dreck hier auf der Seite an. Wobei hinten geht... Oh, wir haben ja bis hoch gespritzt. Ich weiß nicht, was... Ich habe vorhin gerade draußen gefilmt, da war aber dann die was SD leer. Toll. Habe ich das jetzt gerade vorgelesen in ja, dem Video? Ja, ich glaube, hier sind voll süße kleine nackte Käsis da. Ich wollte euch gleich mal zeigen, was es zum Abendbrot gibt. Und zwar machen wir Nudeln mit Tomatensauce. Und Kind in der Pfanne. Und was laberst du? Ich hatte kein Steinchen in die Pfanne. Und hier in der Pfanne solche gebackenen Bohnen mit Tomatensauce gebraten. Die macht Philipp jetzt hier rein und ich zeige euch dann gleich mal, oder Philipp zeigt euch draußen, die Nudeln und die Soße sind alle schon in den Töpfen hier auf dem mittleren Sitz stehen die da und ja genau, und dann kann Philipp gerne von draußen nochmal den Dreck am Auto zeigen, weil ich nicht weiß, bis wohin es gefilmt hat. So, da wir uns nicht sicher sind, wie weit es vorhin gefilmt hat, haben wir hier noch einmal unseren Dreck am Auto, weil wir gerade ein bisschen ja nicht richtig festgesteckt sind, aber so ja ein bisschen an einer schlammigen Stelle waren und da gerade nicht weiterkam, weil es halt minimal bergauf ging. Ja, deswegen haben wir jetzt hier überall schön Schlamm, auch schön bis hoch an die Scheibe. Und auf der anderen Seite sieht es ähnlich aus. Genau, und jetzt seht ihr nochmal hier unser Essen. Hier gibt es Nudeln. Die sind auch schon angeschaltet. Hier drüben ist die Soße. Und da sind die Bohnen. Die kommen gleich als letztes drauf, wenn die Nudeln dann langsam fertig werden. Weil ich glaube, die Bohnen, die müssen eigentlich nur warm werden. Die sind ja an sich schon fertig. Genau, und dann gleich, wenn die Nudeln dann so halbwegs fertig sind, die Soße wird ja auch schnell warm, kommen die Bohnen nochmal kurz drauf und die Soße hält auch ein bisschen warm und dann passt das. Der Kanister steht hier als Windschutz, aber wie ihr seht, das bringt noch nicht so viel. Wir haben vergessen, unser Essen zu zeigen. In fertig, das sind die Bohnen. Das sieht eigentlich alles nicht anders aus als. Ja, aber ach, bei dir gibt es das noch zusammen. Ja, das, also im Topf sah es genauso aus. Blogger-Lifestyle im Mickey Mouse-Teller. Und schon die Hälfte aufgegessen und verrührt. Es ist halt hier echt dunkel, aber es schmeckt auf jeden Fall. Du könntest doch einfach das Licht anmachen beim Filmen. Habe ich vergessen. Es schmeckt super gut, oder? Mhm. Von 5 Sternen, wie viel gibst du? 7. 7? Mhm. Okay.